Noch 12 Tage bis zur Eröffnung der 21. Olympischen Winterspiele. Österreich wird mit 81 Athleten vertreten sein. Heute werden wir zumindest einen Teil davon hier verabschieden. Ja, meine sehr verehrten Damen und Herren, einen wunderschönen Abend. Herzlich willkommen bei der Farewell Party. Wir begrüßen Sie heute aus dem Studio 44. Es sind jetzt insgesamt 21. Olympischen Winterspiele und die ersten, die sich ein bisschen so ja, als grüne Spiele verkaufen wollen. Wir, sage ich wir, als Österreich, als Nation Österreich, wollen auch einen Beitrag dazu leisten, nämlich mit dem Österreich-Haus. Sie haben ein Haus gebaut, sie haben ein Haus gebaut, sie haben unser Haus herbaut. Sie haben ein Haus gebaut, sie haben ein Haus gebaut, sie haben unser Haus herbaut. Vor 50 Jahren wurde das erste Österreich-Haus bei Olympischen Spielen gebaut. Das neueste Objekt steht in Whistler. Das Besondere daran, es ist ein Passivhaus, welches um 90% weniger Energie verbraucht als herkömmliche Häuser. Was in Österreich schon weit verbreitet, ist in Kanada etwas Neuartiges. In Zeiten hoher Energiekosten und Wirtschaftskrise soll dieses Haus zukunftsweisend für die amerikanische Bauweise werden. Mit dem immer weiter steigenden Ölpreis ist das jetzt sicher eine hohe Wichtigkeit, wo in Kanada jetzt auch grün denkt oder immer mehr grün denken muss. Und dieses Haus, dieses Passivhaus, ist sicher ein ganz, ganz wichtiges Zeichen in Richtung Nachhaltigkeit. Zum ersten Mal wird das Haus nach den Olympischen Spielen nicht abgebaut, sondern dient als Vorzeigeprojekt für ökologisches Wohnen. Österreich stellt Kanada keinen Baum auf, macht daraus aber ein nettes Häuschen. Die Olympischen Winterspiele live zu sehen in ORF 1, eigentlich von früh bis spät. Wir senden fast rund um die Uhr, das alles wie gesagt ab 12. Februar. Das war sie, zumindest das war der offizielle Teil der Farewell-Party hier im Studio 44.